Hallöchen und willkommen zurück hier im eiskalten Naumburg. Wir spielen wieder eine Runde City Skylines und wollen jetzt endlich immer doch das Ziel schaffen, die große Kleinstadt mit 7000 Einwohnern. Das heißt, wir brauchen wie immer noch viel, viel mehr Bevölkerung. Ich könnte mal ein neues Viertel noch anlegen. Ich kann jetzt hier noch, hier hinten ist ja meine Holzindustrie. Wie sieht es eigentlich da aus? Rohholzprodukte, 58% voll, okay. Sägewerk, das produziert, einmal frei. Wie viel macht ihr die Woche? 4,8 die Woche. Und ihr braucht 3,2 die Woche. Dann mache ich ein bisschen zu viel Holz. Naja, egal. Erstmal jetzt mich um die Leute kümmern. So, wir machen noch einen Kreis. Können wir noch machen. Zack. Na, hatte ich jetzt. Hallo? Ich wollte freie Wahl. Ich wollte die Straße nicht so haben. So. Aber eigentlich ging es so damit. Da. Noch ein Stückchen hier ran. Da, so. So, und... Naja, dann machen wir es so. Da werden die Leute ein bisschen unzufrieden, weil wir da ein paar mehr herkommen. Mehr Lärm, mehr Krach, mehr Straße. So, hier kommen überall noch ein paar Wohnhäuser hin. Wie sieht es wassertechnisch aus? Ist noch okay. Das war natürlich das falsche Rohr. Ich brauche das Rohr. Heizverbrauch, Heizproduktion. Wir brauchen noch ein neues Heizkraftwerk. Und ihr habt... Oh ja, ich habe Müllproblem. Oh oh, ich habe ein Müllproblem. Ich brauche noch eine Deponie. Noch eine Deponie. Wo baue ich die schnell hin? Ja, kriegen wir die hier noch mit irgendwo ran? Schauen wir mal, ob die noch mit hinpasst. Jo. Die haben trotzdem Strom und wir haben wieder ein bisschen Platz für Müll. Gibt es schon was Besseres außer die Mülldeponie? Ein Recyclingzentrum noch. Da könnte ich den Abfällen reduzieren. Ja, bauen wir mal ein Recyclingzentrum mit hin. Das kommt hier mit dran. So, reißen wir das halt schnell mit ab. Passt da keine Industrie hin an die Karren? Doch. Und ein Recycling Center. Wir machen ja genug Geld. Da brennt es da hinten. Ah, die Feuerwehr ist schon da. Sehr schön in der White Street. White Straße. Da hätten sie es komplett englisch lassen können. So. Ja, der Müll wird abgeholt. Ist kein Problem. So, dann brauchen wir noch ein bisschen Wärmekraftwerk. Ne, wir brauchen noch so eine Geothermieanlage. So, noch mit verknüpfen, ob das bereits belegt. Kann ich ja nicht einfach hier mit dran? Doch, okay. So, passt jetzt, ne? Ist mit dran? Ja, ist mit dran. Stromtechnisch ist noch okay. Die ist voll, wir brauchen mal eine Müllverbrennungsanlage. Aber erstmal brauchen wir noch mehr Leute. So, hier mit hin. So, hier können wir die Straße, wollen wir die noch verbinden? Ne, wollen wir warten, dann mal noch. Bauen wir mal hier eine Straße lang. So, und... Nein, hier wollte ich keine, nicht komplett. Na, da reiße ich wieder Leute mit ab, das ist nicht gut. Oder Häuser schon bestehende. Hier das wegmachen. So. Verkehrtechnisch wird es langsam mehr bestimmt. Jo, hier vorne. Hier müsste ich mal ein bisschen was upgraden. So. Geht das so einfach? Gibt es die einspurig? Die gab es ja nicht einspurig. Die gibt es nur einspurig. Aber eine sechsspurige... Boah, brauche ich die hier? Warum gibt es denn die mittleren Straßen nicht einspurig? Das wäre echt toll. So, die hat Geschwindigkeit 40. Gibt es die noch ein bisschen schneller? Nein. Nur mit Bäumen. Und hier noch mit
Eine asymmetrische dreispurige, ne? Okay. Die Straße nutzt immer noch keiner. Und auch hier der, aber ich denke mal, der fährt nur bis daran. Kommen jetzt überhaupt die Leute hier hin? Müssen wir mal das Stückchen hier upgraden. Zur Normalstraße. So. So. Bäumchen sehen gut aus. Hier ist gelb. Ach, das ist die Eishalle. Das Eishockeyfeld. Hat wohl ein bisschen andere Beleuchtung. Die Hotels sind jetzt wieder weg. Wie gesagt, hat noch nicht geklappt. Ich habe noch nicht die Universität, also habe ich nicht hochgebildete Bewohner. Und dann haben die nicht genug Arbeiter. Und dann wird es wieder, ne? Eine Bruchbude. So, die kommen immer noch nicht hier lang wegen den Verkehrsproblem. Ich werde dann mir eh bald das nächste Dings kaufen müssen. Also Erweiterung. Die Gebietserweiterung möchte ich dann die vielleicht nehmen. Die bietet viel Fläche. Hier müsste ich eine Brücke bauen. Ist auch nicht schlecht. Eine Brücke rüber. Aber ich denke mal die erst, damit ich an die Autobahn rankomme. Na, schauen wir mal. Erstmal jetzt die 7000 Einwohner. Und 700, ne? Nee, genau 7000. Das ist okay. Wir machen jetzt einfach hier noch einen Halbkreis mit hin. So. Ne, dann ein Stückchen mehr nach da. Der Ort ist bereits belegt. Ja, dann reißt es da weg. So. Der Ort ist bereits... Ah, dieses... Was ist denn jetzt hier? Ich sehe nichts. Da ist doch gar nichts. Hier ist doch eigentlich nichts. Jetzt klappt's, okay. Ich will frei bauen. Mach mal keine Vorschläge. Ach, Mensch. So. Na los. Das sieht komisch aus. Naja, nicht ganz rund. Entfernung zu gering. Ich will da einfach nur eine Straße hin haben. Hallo. Und die soll ja eigentlich halbrund sein. Na, nehmen wir die. Warum geht es denn jetzt nicht? Zack. Zack, so. Haben wir hier Wasser? Hier müssen wir noch Heißwasser anschließen. Industrie heizt immer noch mit Strom, ist aber okay. So, haben wir hier schon mal alle mit warmem Wasser versorgt. Und machen hier jetzt noch eine Wohnsiedlung hin. Ich denke mal, da werden wir eine neue Schule noch brauchen. Wie sieht es denn schultechnisch aus? Hier, die ist okay. Hier wird noch irgendwo eine Schule. Können wir mal ins Bildungscluster reingucken. Da. Ich will auch keine bauen. Nimm die Schule weg. Ich will einfach nur gucken. So. Nein. Geht auch nicht. Dann müssen wir doch hier oben und dann Bildung. Ja. Machen wir es halt so. Eine freie Schule. Okay. Die ist noch ein bisschen Platz. Hätte ich noch keine Oberschule gebaut? Keine Oberschule? Nee, habe ich noch nicht. Doch, gut gebildete gibt es auch schon. Also muss ja nur... Ah, hier, Oberschule. Die ist fast voll. 1010 passen rein und 947 sind da. Hier oben ist okay. Oberschule. Kommen auch alle ran. So, wie sieht es denn aus mit der Kriminalität? Polizei bräuchte ich noch eine neue und bestimmt eine neue Feuerwehr. Oh ja, eine Feuerwehr brauche ich unbedingt. Hier hinten und große können wir jetzt schon bauen. Was kostet die im Monat? 1000, das ist heftig. Aber die kleine, da bräuchte ich ja auch zwei. Und da bin ich bei. Ja, aber fast beim gleichen Preis. Und wenn ich die jetzt hier hinsetze, habe ich halt alles abgedeckt. Sehr schön. Gucken wir nochmal nach Gesundheit. Bestattungswesen, das ist okay. Begraben sind 45. 3000 Kapazität haben wir noch. So, kranke Bürger einer. Das passt also, können ruhig noch ein paar krank werden. Wir haben genug Kapazitäten. So, was gibt's hier Neues im Tweet? Ad Feuerwehr, weitet ihre Dienstleistung aus. Schön zu sehen, dass unsere Sicherheit dem Bürgermeister wichtig ist. Hashtag Prioritäten. Hashtag Cool Major.
Priorities. Prioritäten. Boah, 7% schon voll. Wann kriege ich denn... Was kriegen wir als nächstes? Kriege ich da die Müllverbrennungsanlage? Nein, doch, das ist die Müllverbrennungsanlage und die Universität und U-Bahn-Station. Für 7000 Leute brauche ich noch keine U-Bahn. Aber das hier werde ich echt angehen müssen. Aber erstmal noch mehr Leute, Fokus. Ich muss mich fokussieren. Sonst dauert es zu lang. So, hier noch ein paar. Hier müsste ich theoretisch noch eine Straße reinbauen, sonst ist das ein bisschen komisch. Wo machen wir es denn hier? Zack, zack, zack. Haben wir hier halt auch gemacht. Würde die Leute nicht so freuen, aber kann ich jetzt nicht ändern. Wir müssen da wieder raus aus ihren Häusern. Und hier hinten ist jetzt bestimmt schon ordentlich Lärm und Umweltverschmutzung. Lärm geht noch. Verschmutzung ist eigentlich auch okay. Verschmutztes Wasser, ja hier, ne, sieht man. Fließt halt einfach lang und da sammelt sich's an. Fließt nach dort weiter, okay. So, wassertechnisch. Das ist Heizwasser. Und hier ist... müssen wir ein bisschen das Budget erhöhen fürs normale Wasser. Gehen wir mal auf 120. Da werde ich bestimmt noch das Heizwasserbudget mit erhöhen. Ja, ist im gleichen Reiter mit drin. Ist okay. Kann ich jetzt theoretisch die Industrie mit anschließen? Ich denke mal eher nicht, ne? Das wird jetzt zu... Ich kann mal ein Stückchen hier probieren. Mal gucken, was das jetzt schon brachte. 92 gleich. Ja, das geht echt extrem hoch. So, 92. Was passiert jetzt? Immer noch 92. Kann auch sein, dass es gerade kälter geworden ist. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Wir sind bei minus 19,3 Grad. Ich mache jetzt einfach... Mache ich jetzt hier weiter? Sparen wir wieder Strom. Das Stückchen mache ich jetzt noch. Und dann muss ich das noch machen. So, dann gucken wir mal. Nicht genug Heizung? Doch. Ist alles da. Alles schick. Immer noch bei 92. Haut's noch hin. So, jetzt nochmal gucken. 92 ist okay. So, ist das schon ein bisschen eine kleine Stadt geworden, ne? Für 7000 Einwohner. Schon ordentlich Fläche belegt. Aber wenn man dann die Map hier mal sieht, was hier eigentlich noch alles geht, das ist schon Wahnsinn. Hier gibt es noch genug Felder, die man bebauen kann. So. Hier, wir brauchen mehr Gewerbe. Mache ich mal ein neues Gewerbegebiet noch mit hin. Ja, wir machen mal noch ein neues Gewerbegebiet. Das setzen wir hier mit ran. Dann bauen wir einfach mal ein bisschen... Nee, mache ich anders. Komm, wir bauen mal einen Kreisel hin. Oh, ich habe neue Kreisel freigeschaltet. Kleiner Kreisel. Ein großer Kreisel, okay. Das wäre der kleine. Machen wir hier mal einen großen hin. Weil da ist ja die Straße zweispurig. Dann nehmen wir den kleinen. Setzen wir hier hin? Nee. So dran. Zack. Und dann bauen wir hier die Straße noch bis dahin. Haben halt wieder etliche Kreuzungen gemacht. Aber da kümmere ich mich später drum, ums Verkehrsproblem. Erstmal wird gebaut. Schön die ganze Fläche zugleistern. So, dann gucke ich gleich nochmal mein Rheingebiet. Meine Rheinhaussiedlung. Wie sieht's hier aus? Das ist doch meine Rheinhaussiedlung. Echt cool. Die werde ich ausbauen. Die gefällt mir. Ach ja, ich bin wieder hier drauf. Da ziehen wir noch Wasser rüber. Kann keiner meckern. Und hier machen wir auch noch ein bisschen weiter. So, eine halbrunde Straße. Müssten wir hier anfangen.
Haben sie jetzt alle Strom? Sind schon mit dem Strom connected? Ja, da ist schon alles verbunden. So. Lass mich ein bisschen Platz für den Park. Was ist da los? Ne, ist okay. Machen wir hier noch Grünfläche hin, haben wir was Kleines. So, das ist alles größer. Das ist viel zu groß. Das ist ein botanischer Garten. Auch riesig. Ich hätte gerne was ganz Kleines, gibt's nicht. Oh, was ist das denn Schönes? Ein Grillpark. Also hier hinten ist auch nicht gerade hübsch. Hier, es ist ziemlich attraktiv in dem Gebiet. Also ihr kriegt auch jetzt was hin. Was ist denn das Schönes? Schlittschuhbahn und eine Skihütte und ein Langlaufpark. Okay. Das sind also Sommerattraktivitäten. Was haben wir denn hier? Ein kleiner Park. Kann ich hier bauen, wenn er eh dann beschneit oder verschneit? Oh, die sind auch alle riesig. Boah, ich will was Kleines. Ah, hier meine Parkzentralen. Habe ich mal eine Mod runtergeladen, das ist ein riesengroßes Parkhaus. Das brauche ich noch niemals. Bauen wir Leute hin, was soll's. Zack, zack, hier hin, dorthin, dahin. Nein, das ist zu viel. Dahin, dorthin, dorthin, dahin. Das, das und das. Und da kann die Reihenhaussiedlung noch ein bisschen wachsen. Jetzt haben sie ein bisschen mehr Platz. So, Wasser ist vorhanden. Strom kommt dann automatisch. Die brauche ich dann theoretisch nicht mehr. Die Oberleitung. Die kann weg. Hier kann noch ein bisschen Gewerbe hin. Hier ist eh nicht so ein attraktives Wohngebiet. Da können wir ruhig mal ein bisschen mischen. So. Naja, können wir ausfüllen. So. Hier oben, da fährt schon der erste Donutwagen. Schön im Kreis. Mehr können sie eh nicht machen. So, es kommen noch ein paar mehr Leute, aber es geht nicht zügig genug. Wir werden mal ein bisschen die Zeit hochdrehen. Dass hier mal ein bisschen was vorangeht. Dass wir mal jetzt endlich die 6000 Leute haben und dann kommt ja bald die 7000. Wir brauchen mehr Industrie. Wie sieht es hier oben aus? Wir haben viel zu viel Holz. So, kann für bestimmte Kosten importiert werden, kann gegen Geld exportiert werden. Ich möchte bitte exportieren. Wo lege ich das fest? Das ist an, das ist auch an. Industriegebiet-Info, Holzprodukte. Ich möchte verkaufen. Gesamtprofit minus gemacht. Wir brauchen was. Wie verkaufe ich das denn hier? Die Ebene, okay. Bauen wir noch ein Sägewerk. Oder haben wir schon was Neues freigeschalten? Nein. Das sind nur die Lagerflächen. Das ist das Hauptgebäude. Arbeiterunterkünfte. Okay. Dann bauen wir noch ein Sägewerk mit hin. Und schon haben wir noch ein paar mehr Leute, die arbeiten müssen. Schnittholz. Speicher 14 Tonnen. Jo, Rohholzprodukte. Du machst es jetzt nur eins. Brauche ich für jedes Lager eins. Nö, können alle Rohmaterialien gelagert werden. Okay. Jetzt haben wir hier 3-2, 3-2 und ihr macht aber trotzdem noch viel zu viel. So, wie verkaufe ich das aber jetzt? Das wäre jetzt mal gut zu wissen. Gibt es hier irgendwo das Export-Import-Menü? Oh, wir brauchen Wasser. Haben wir nicht genug Wasser mehr? Schauen wir mal rein. Das ist Heizung. Ja, wir müssen noch ein bisschen mehr Wasser. Das heißt, wir erhöhen das Budget wieder. So. Dann müsste wieder Wasser da sein. Genau, Wasser ist wieder da. Und wir gucken mal, wo wir importieren oder exportieren können.
So, Forstwirtschaft, Holz, Schnittholz. Papier. Wird von Papiermühlen und Biopelletfabriken produziert. Habe ich ja nicht. Schnittholz. Wird von Holzwerkstofffabriken und Sägemühlen produziert. Kann nicht importiert werden. Muss lokal produziert werden. Kann gegen Geld exportiert werden. Kann in Lagerhäusern gelagert werden. Ich möchte es gern exportieren. Wo ist das denn hier? Kleines Lagerhaus. Ein Lagerhof. Ein umzäunter Lagerbereich für Güter und Produkte. Ein Lager hat drei Betriebsmodi. Füllen, Leeren, Ausgewogen, Standard. Im ausgewogenen Modus orientiert sich das Lagerhaus an der aktuellen Nachfrage. Der Betriebsmodus kann im Infofenster des Gebäudes angepasst werden. Okay. Noch ein Lagerhaus. Und was ist das hier? Ein mittleres Lagerhaus. Aber ich hatte ja hier eigentlich einen kleinen Holzplatz. Okay. Brauche ich denn noch ein Lagerhaus dafür? Und das ist einzigartige Fabriken, okay. Die kann man dann auch noch freischalten. Was es nicht alles gibt hier. Oh mein Lagerhof. Der ist ja egal, wo der hin muss, ne? Den machen wir einfach mal hier noch mit dran an das Gebiet. So. Plaste. Abgrenzindustrieprodukte. Okay, boah. Keine Rohstoffe ausgewählt. Ausgewogen. Was können wir hier reinmachen? Können wir hier Schnittholz? Nein, ich will Schnittholz. So. Jetzt machen die hier Schnittholz rein, weil sind die schon voll? Denn die haben wir noch ein bisschen. Habt ihr jetzt das da? Oder haben sie jetzt Abgeholzholz? War doch vorhin mehr, ne? Naja, gucken wir mal später. So, 5100 Leute haben wir schon mittlerweile. Machen wir kurz wieder langsamer. Brauchen noch ein bisschen mehr Gewerbe. Wie sieht es verkehrstechnisch aus? Außer hier vorne ist bestimmt alles rot. Hier wird es langsam mehr. Hier wird es... Also hier die Straße werde ich dann bald mal upgraden müssen. Aber erstmal auch noch ein bisschen mehr Gewerbe. Jetzt habe ich ganz schnell... So. So. So, ein kleines Gewerbegebiet nochmal gemacht. Bisschen mehr Platz dazwischen drin. Dass die Leute sich auch ein bisschen erholen können. Wenn wir Bäume hätten. So, können wir noch ein paar Nadelbäume rein. Wasser noch hinschließen oder anschließen. Zack. Zack. Und nach hier. Dann brauchen wir schon wieder noch mehr Leute, die... Wohngebiete, so rum. Hier können wir noch eine Straße reinmachen. Dann können wir hier noch eine Straße theoretisch reinmachen. Die könnte dann auch hier noch mit hingehen. So, und noch überall Wohnungen hinten. Na, Wohnungen. Und ausfüllen. So. Hier Wohnung hin. Da eine Wohnung, noch eine Wohnung. Hier mache ich noch keine Wohnungen hin. So. Dann. Was kommt hier Schönes? Der Gemischtwarenladen. Was haben wir hier Tolles? Noch ein Gemischtwarenladen. Und hier. Ein Convenience Shop. Gemischtwarenladen. Den gibt es hier aber oft. M und H. Ne? Wer kennt es nicht? H und M. Bekleidung. Hier halt M und H. Hashtag Werbung, ne? So, was willst du Neues? At Data Dane bietet Neutraltransplantate zu niedrigen Preisen. Hashtag Afford Plague Tech, Alter, und Futurize Now. Oder Futurist Now. The Future is Now, 29% voll. Kann nicht demontiert werden, kann gegen Geld exportiert werden. Ja, dann bitte exportiert es. Ich möchte es exportieren. Brauche ich da noch irgendwo eine Zentrale dafür? Muss ich das dem Gebäude sagen? Da komme ich nur an das Gebäude. Verkauf. Ah, okay. Ich habe 8 Tonnen verkauft zu 160. Okay. Arbeite bis zur nächsten Stufe. 150 habe ich auch. Sehr schön.
Hier sind genug Leute da, da sind genug Leute. Ne, hier fehlen noch ein paar. Die Sägewerke arbeiten noch nicht mit voller Kapazität. Aber meine Holzplantagen fast, das ist okay. Genug Holz haben wir, Schnittholz wird auch ein bisschen mehr. Da ist das ganze Schnittholz auch schön verschneit. Doch die Plantagen sind doch auch Schnee, oder? Das sieht... Ja, es Schnee drauf, okay. Ich habe nichts gesagt, wir brauchen mehr Wasser. Oder hier gibt es halt einfach kein Wasser. Hm? Ah, ich würde ein anderes Rohr gebaut. Upgraden. Zack, 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 zack. So, dann haben sie gleich noch ein bisschen Wärme. Und wir ziehen das noch hier noch weiter. Könnten dann theoretisch noch eine Straßenanbindung nach da so machen. Kann ich da irgendwie hin, ohne was kaputt zu machen? Ja, da. So. Verkehrstechnisch. Jo, hier wird's knüppelig. Brauchen wir noch gesundheitstechnisch? Ist okay. Friedhof, großes Hammer. Was ist das Schönes? Das können wir uns nicht leisten. Kostet 120.000. Verkehrstechnisch. Die Post, was sagt die Post? Wie geht's da eigentlich der Post? Die hat unsortierte Post, sortierte Post, das ist eigentlich noch okay. Aber wir bauen nochmal eine Post, was soll's. Noch eine kleine Postzentrale. Hier haben wir eine, hier ins Gewerbegebiet, hier hinter. Die macht halt noch ein bisschen Lärm. Hier hinten, die haben halt keine Post. Setze ich da hier mit einem noch mit dran? Ja, los. Hier noch kommt noch eine Postzentrale hin. Außenstelle. Und mein Taxiunternehmen. Das macht auch Lärm. Und das kann ich mit in das Gewerbegebiet. Das finde ich ja nicht so toll. Quatsch, so okay. Taxi. So sehe ich dann das Taxi aufkommen. Taxi sind aktiv. Okay. Wie viel kommen hier rein, Taxis? 25 im Einsatz. Oh, das ist okay. Kein Wasser. Habe ich zu wenig? Jo, ich habe zu wenig. Ich werde mal noch eine neue Pumpe bauen. So, und herzlichen Glückwunsch. Wir haben endlich was erreicht. Was haben wir erreicht? Die Holzproduktion an Stufe 2 erreicht. Einmal freie Gebietsboden, Effizienz plus 4%, Verschmutzung minus 10%. Und wir haben neue Fabriken. Die Biopalettfabrik, die Möbelfabrik, die Sägemehllager und das Forstwirtschaftsarbeitunterkünfte. Das ist sehr schön. Kleines Baumsetzling Treibhaus. Das ist toll. Da können wir gleich mal noch dahin gucken. Strom. Strom hat es. Dann haben wir wieder genug Wasser. Ihr dürftet jetzt hier kein Wasserproblem haben. Hallo? Oder habe ich hier irgendwas falsch gesetzt? Nee, das passt soweit. Ja, hier sollte ich eigentlich ein paar schöne Wohnviertel hinmachen, aber hier ist ja das Schmutzwasser. Wer will da eigentlich schon wohnen? Müsste ich hier ein paar hinmachen. So, wir brauchen noch mehr Bevölkerung und mehr Gewerbe. Bauen wir hier noch ein bisschen Gewerbe hin. An der Poststelle, hier ans Wasser. So, machen wir hier noch eine Straße mit hin. Und dann machen wir eine gerade Straße. So, und hier kommt überall nochmal Gewerbe hin. Ein bisschen dezentral ans Wasser. So, hier nehmen wir noch so einen Rohr. Das dürfte eigentlich für alle... Naja, muss so, das müsste jetzt für alle reichen. So. Hier ist Stau. Ja, ihr könntet theoretisch auch hier lang fahren. Ey, die Strecke. Voll cool. Industriegebiet und so. Muss ich doch dahin machen. Geht's denn da schneller, oder?
Weil ihr wollt alle rechts. Ihr fahrt rechts. Du fährst rechts. Ja, jetzt verfolge ich dich. Halt, ich will dich mal hier. Jetzt treffe ich's. Wo möchtest du denn hin? Du möchtest dahin. Ist der Weg wirklich zu lang? Naja, was soll's. Dann müssen wir das jetzt ändern. Das hilft ja alles nichts. Vielleicht nehmen sie ihn jetzt. Hier das nochmal weg. Das ist noch mit dran. Das ist okay. Hier können wir dann nochmal nach den Vorfahrtsregeln gucken. Das war hier und Kreuzungen. Hier haben wir eine Ampel. Hier brauchen wir keine Ampel. Weil die können nur in die Richtung fahren und die können nur in die Richtung fahren. Und die stoppen einfach. Warum ist das Haus jetzt da weg? Na egal. Es ist weg, dann ist es halt so. So. Und jetzt fährt jemand lang. Ja, die vorne lang, die sollen eigentlich nicht lang fahren. Ihr wollt jetzt alle nach links. Nee, doch nicht. Nach rechts, nach rechts. Ihr seid blöd. Fahrt doch hier lang. Ist doch kürzer. Nur wenn man da schneller fahren kann oder was? Ich nichts verstehen, warum wir das machen. Die könnten rechts lang fahren. Hier ist jetzt schon sowas von Fettstau. Verstehe es nicht. So, wir müssen hier die Straße upgraden. Hilft ja alles nichts. Mit Fahrradwegen. Boah. Im Winter Fahrradweg. Keine Ahnung. So, und dann können wir hier wieder das Gebiet ausbauen. So, jetzt haben sie mitgekriegt, zweispurig. Aber es fährt immer noch keiner nach dort. Oh, jetzt doch die ersten. Ihr wollt alle nach links? Kann man nicht vorstellen. Ich fahre auch alle nach rechts. Dann nimm doch die Strecke. Wo willst du denn schon wieder hin? Ist doch nicht viel länger. Kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt fahren aber ein paar mehr. Aber den ist anscheinend noch zu lang. Muss ich dann doch hier noch drauf? Aber ich will nicht auf die Kreuzung. Die will ich eigentlich nicht. Ich will nicht auf diese Straße. So, hier kommt keiner mehr her, wie es aussieht. Hier haben wir jetzt Ampeln. Ja, hier brauchen wir Ampelverkehr. Es geht nicht anders. Was haben wir hier? Hier haben wir keinen Ampelverkehr, oder? Nee. So, kommen wir doch Gewerbe hin. Das ist okay. Hier brauchen immer noch mehr Leute. Das gibt's so nicht. Hier. Nach falsche Gebiet. Ihr habt was? Kein Abwasser? Abwasserrohr. Ja, wir haben zu viel Abwasser. Da bauen wir jetzt mal einen Ökowasseraustritt. Bauen wir gleich zwei Stück. Wird es ein bisschen wenigstens die Verschmutzung reduziert. Und hier ist ja eigentlich auch keine Verschmutzung. So, Ökowasser, Ökowasser. Wie viel macht ihr? Du machst... wie viel Pumpleistung hast du? Steht nicht da. Wasserpumpenkapazität, Abwasserproduktion, Abwasserkapazität, okay. Das heißt, das machen wir weg. Und es müsste trotzdem noch reichen, genau. Sieht das sauber aus? Sieht sehr dickflüssig aus für Wasser. Aber wird schon passen. So, wir brauchen noch viel, viel mehr Leute, wie immer. Hier alles vollpflastern. Ach, ich habe es nicht ausgewählt jetzt. Warum denn? Was ist denn los? Er ist verbunden. Er ist doch verbunden. Oder ist es nicht verbunden? Ist es zu weit weg oder wie? Dann machen wir hier nochmal eine Strecke dran.
So. Jetzt müsste es auch funktionieren, ne? Abwasser. Ja, jetzt ist wieder weg. Sehr schön. Gibt kein Abwasser mehr hier. So, dann bauen wir hier rundherum noch eine kleine Wohnsiedlung. Dann fangen wir von hier an. Nee. Machen wir die jetzt mal noch gerade weiter. Und jetzt wieder einen schönen Halbkreis. Naja, das ist dann echt hier eine komische Straßenführung. Aber das ist nicht schlimm. So, und da geht auch wieder die Sonne unter. Es hat lange nicht mehr geschneit. Jetzt können wir doch mal schneien hier. Wasser anschließen, so nach dort. Strom ist da, was fehlt bei euch? Nicht genügend gebildete Arbeiter. Dann ist die Oberschule bestimmt voll. Das ist die Rodelbahn. Oberschule, die war hier, ne? 1000 Leute, ja, die ist voll. Müssen wir das Bildungsbudget anschrauben. Jetzt passen ein paar mehr rein. Grundschule ist auch noch nicht voll und hier hinten die Grundschule. Die ist auch schon fast voll. Das heißt, wir bauen noch eine Grundschule. Hier hinten mit hin. So, oberschulentechnisch, es ist okay. Was ist denn jetzt hier mit dem Abwasser los? Reicht die Leistung nicht mehr, oder? Abwasserproduktion, Abwasserentsorgung. Aber ihr entsorgt doch. Entsorgt ihr so wenig? Okay, Abflussrate 60.000 und hier? Ah, okay, die ist nur halb so hoch. Da müssen wir nochmal eins hinbauen. Dann müsste es aber jetzt wieder klappen mit dem Abwasser. So, und ich habe immer noch nicht das, was ich haben wollte eigentlich. Diese 7.000 Leute. Aber wir sind gleich soweit. Wir sind gleich soweit. So, wir haben das gleich geschafft. Noch ein bisschen Gewerbe wieder. So. Und so. Setzen wir hier noch Gewerbe ran. Zack, 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 zack. Noch einmal gucken. Wasser. Hier fehlt noch Wasser. Warmwasser. Da haben wir noch genug. Können wir jetzt theoretisch die Industrie mit dranhauen. Sparen wir Strom. Machen wir auch. Wir probieren es einfach mal. Gucken, was passiert. Setzen einfach mal alle. So, ihr habt... Hier ist es okay. Dort läuft's. Und dann machen wir jetzt... Einfach mal den Versuch. Ich schließe jetzt das Viertel mit an. Es ist mit dran. Heizungsverbrauch. Geht. Warum war das vorhin so hoch, wo ich das mit angeschlossen habe? Hm. Komisch. Können wir alles mit dran. Mit anschließen. So, geht nicht viel höher. Immer noch bei 83, oder Stromverbrauch, der müsste jetzt, ja, Strom haben wir jetzt echt genug. Können wir das Strombudget runtersetzen, brauchen wir noch ein bisschen Strom. Gucken wir mal. Ja, ist okay, können wir noch weiter runter. Ja, hier wieder kein gebildeter Arbeiter. Es hat aber immer nur dieser Gebäudetyp das Problem. Es war hier unten auch schon so, nur dieser Gebäudetyp hatte das. Ganz komisch. Verkehrstechnisch. Hier ist jetzt okay. Hier wird es rot. Die mache ich dann eh noch bald breiter. Dann werde ich vielleicht hier noch eine Straßenbahn lang machen. Und dann in die Richtung eine Straßenbahn. Herzlichen... Oh, ich habe es übersprungen. Wir sind eine große Kleinstadt mit 7000 Einwohnern. Wir haben es endlich geschafft. Es gibt neue Steuerrichtlinien. Es gibt neue Dienstleistungen. Einzigartige Gebäude. Zeppelin, U-Bahn. Es gibt IT-Cluster. Bildungsschub. Harte Gefängnisstrafen. Oh. Und endlich. Digital.
Dicht besiedelte Wohngebiete, dicht besiedelte Gewerbegebiete und Bürogebiete. Ja, ich würde sagen, das sehen wir dann erst in der nächsten Folge. Bis dahin, schaut euch wieder ein und tschüssi, euer Rob. Ciao, ciao.